Erinnern Sie sich noch, erster Schultag? Auf diesen Stühlen hat man sie sich ersessen, die erste Bildung. Und hier wurden auch die Grundlagen gelegt für das, was man später beruflich so machen wollte oder sollte. Und wenn Ihr Talent zum Beispiel eher im Bereich Kunst lag und weniger im Bereich Mathematik, dann könnte es sein, dass heute die neuen Medien für Sie einen Arbeitsplatz haben. Arbeitsplätze der Zukunft, das ist unser Thema heute bei Neues, das Magazin unserer Sondersendung, zu der ich Sie ganz herzlich begrüßen möchte. Bevor wir Ihnen aber jetzt Arbeitsplätze vorstellen, Chancen und Möglichkeiten, die die neuen Medien hier bieten, erstmal die Themenübersicht über die erste Viertelstunde unserer Sendung. Neues, das Magazin heute mit diesen Themen. 3D-Welten und ihre Macher, neue Jobs in der Spielebranche, wie CD-ROMs entstehen, ein Besuch beim Multimedia-Unternehmen Digital Publishing und auf Jobsuche im Internet, die besten Adressen für die passende Arbeitsstelle. Die schönsten Unterrichtsstunden, die ich so hatte, waren eigentlich die, wenn der Lehrer irgendwas mitgebracht hat, wo wir was ausprobieren konnten, anfassen konnten, also wo die Welt, die er uns erklären wollte, real wurde. Auch im Internet ist ein ganz wichtiger Punkt, wenn man Leuten etwas verstehbar machen möchte, dass man es ihnen zeigt. Dreidimensionale Welten sind deshalb ein ganz großer Renner. Und dreidimensionale Welten zu erschaffen, das ist ein eigener Berufszweig. Die Zeiten, in denen Spielefreaks allein vor eher unspektakulären DOS-Spielen saßen, sind vorbei. Heute bestimmen virtuelle Welten in 3D die Szene. Spiele, die man via Internet mit Menschen aus aller Welt im Multiplayer-Modus spielen kann. Interaktive 3D-Szenarien sind zum Spezialgebiet geworden und bieten auf dem Arbeitsmarkt interessante Perspektiven. Die Firma Terra Tools aus Potsdam hat sich mit 30 Mitarbeitern auf die Entwicklung virtueller 3D-Welten spezialisiert. In der Abteilung für Spieleentwicklung entstehen Produkte wie der jüngste Spielerfolg Urban Assault, ein 3D-Echtzeit-Strategiespiel, das bereits mehrfach international prämiert wurde. Grafiker, Programmierer und Leveldesigner tüfteln gemeinsam an einer Spielererweiterung mit neuen Fantasielandschaften, Waffen und Gebäuden. Bernd, Uta und Stefan erklären, welche Rollen sie dabei spielen. Meine Aufgabe bei der Erstellung von 3D-Spielen ist es, aus dreidimensionalen Modellen, die ich hier wie in einer technischen Zeichnung vorliegen habe, Bildern, die eingescannt wurden und die ich jetzt wie in einem Bastelbogen ausschneide und auf das Modell klebe, dreidimensionale Modelle zu erschaffen, die plastisch sind und beleuchtet. Ich schreibe die Programme, damit sich die Objekte und Figuren zum Schluss auch bewegen. Ich nehme das, was mir die Programmierer und die Grafiker geben, füge das zu einem Level zusammen. Wie man es hier sieht, hier habe ich verschiedene Gebäude. Hier kann ich die Gebäude verändern, indem ich mir einfach andere Landschaften aussuche und kann so zum Beispiel Gebäude oder auch die Höhen verändern in der Form, wie es der Spieler nachher sehen wird. Doch Terra Tools ist mehr als ein Spielehersteller. Die Mitarbeiter entwickeln ständig neue Ideen, wobei sie Erfahrungen aus den unterschiedlichsten Berufsfeldern einbringen. In der Regel haben wir Leute, die aus verschiedensten Bereichen mit Computern in Berührung gekommen sind. Wir haben Leute, die Philosophie studiert haben und Leute, die Feinmechaniker gelernt haben und Leute, die auch wirklich Informatik studiert haben, die jetzt aber alle sich hier tummeln und deren kreativer Input sehr wichtig ist. Kreativer Input kombiniert mit dem nötigen technischen Know-how lässt auch 3D-Welten fürs Fernsehen entstehen. Zum Beispiel der Online-Auftritt der Dreisat-Umweltsendung Terranet Café, in der sich Surfer aus aller Welt trafen, um online kommunizieren zu können. Die virtuellen Unterseelandschaften und Chat-Umgebungen gestaltet der Designer mit Hilfe der Software 3D Studio Max. Er entwirft Figuren und Objekte, setzt sie auf die Hintergründe und modelliert dreidimensionale Oberflächen. Der Webmaster aktualisiert die Internetseiten der Umweltsendung. Was ist für die Realisierung des Projekts erforderlich? Im Besonderen wird natürlich HTML gefordert. Terranet Café ist ein Webprojekt, findet im Internet statt. Ganz speziell auch Wörmel, weil Wörmel ist sozusagen die Sprache unserer 3D-Welten. Damit werden die dargestellt. Und ganz wichtig wären Sprachen wie Perl oder JavaScript, denn es sind so spezielle Funktionen, wenn auf unserer Seite auch unterstützt. Zur Entwicklung und Durchführung weiterer 3D-Welten braucht die Firma Terra Tools jede Menge kreative Köpfe. Darunter Programmierer, Informatiker, Produktionsleiter und Entwicklerteams für den Bereich Spieleherstellung. Wer sich für die Jobs interessiert, Informationen gibt's unter dieser Nummer oder im Internet. Also ich
glaube ja auch nicht, dass die modernen Schüler von heute mittlerweile Zeitungen, schon gar nicht die Stellenanzeigen unter der Bank lesen. Da werden wohl immer noch die Comics sein. Aber auf jeden Fall nutzen die, wenn die in Zukunft einen Job suchen, nicht nur die Zeitung, sondern auch das Internet. Denn neuen Medien bieten nicht nur neue Arbeitsplätze, sie bieten einem auch die Möglichkeit, Arbeitsplätze zu bekommen. Und da gibt es eine ganze Reihe Angebote im Internet. Und da möchte ich Ihnen jetzt mal was von zeigen. Zum Beispiel hier das Arbeitsamt online. Das Arbeitsamt hat ganz ohne Frage das umfassendste Jobangebot. Das heißt, hier ist eigentlich am meisten drin, aber es hat auch ein paar Nachteile. Die Suche fanden wir relativ umständlich und man hat sich sehr an konventionelle Berufsbezeichnungen gewöhnt, sodass man unter Umständen unter einem richtigen Stichwort leider keine richtigen Antworten findet. Der Kulturwirt zum Beispiel bringt nur und ausschließlich Angebote für Betriebswirte auf die Bildschirme. Ein ganz anderer Anbieter, das ist dieser hier, www.job.de. Das ist ein Online-Anbieter, Jobs und AdWords. Und er bietet Ihnen eine sehr schnelle und umfangreiche Suche. Das hat uns auch gut gefallen. Man kann hier auch einiges einschränken, damit man die richtigen Ergebnisse bekommt. Und der Proofpool, eine Art Unterabteilung dieser Seite, ist ein spezieller Stellenmarkt für Forschung und Lehre mit Angeboten von Hochschulen und Forschungsanstalten. Der dritte, den ich Ihnen gerne zeigen möchte, ist www.jobsuche.de. Hier ist es vor allen Dingen interessant, mal zu gucken für alle, die einen Job als EDV-Spezialist oder im Multimedia-Sektor suchen. Denn darauf hat sich diese Seite hier konzentriert. Man kriegt eine ganze Menge. Man kann in der Rubrik Stellengesuche sogar eine eigene Bewerbung direkt ins Netz stellen, wenn Sie das wollen. Das heißt, sich also bewerben und gucken, ob jemand sagt, Mensch, genau den Mann brauche ich oder die Frau. Dann gibt es natürlich noch einen, www.jobinteractive.com. Hier gibt es vom Manager bis hin zum Schülerferienjob eigentlich alles an Angeboten. Man kann hier eine Sparte und ganz wichtig auch ein Bundesland eingeben, sodass man sozusagen auch wirklich in der eigenen Region was findet. Für circa 4 Wochen kann man hier auch ganz kostenlos Online-Stellengesuche aufgeben. So, der letzte, den wir noch zu bieten haben, ist www.karrieredirekt.de. Hier werden alle wichtigen Zeitschriften nach möglichen Jobs durchsucht. Das heißt, man kann etwas angeben, dann wird dort gesucht und dann kriegt man die Ergebnisse zurück. Allerdings ein bisschen nachteilig, einige Funktionen, die es hier gibt, kann man nur nach der Angabe der eigenen Adressdaten und dergleichen nutzen. Der Nachteil, die Anonymität bei einem Stellengesuch geht verloren. So, und wenn Sie sich dafür interessieren, die Adressen finden Sie auch auf unserer Webpage und wir zeigen Ihnen jetzt, was es im Bereich der CD-ROM-Herstellung alles für neue Berufe gibt. Ob als Informationsquelle, zur Unterhaltung oder als Lernhilfe, CD-ROMs haben sich inzwischen in den unterschiedlichsten Bereichen auf dem Markt durchgesetzt. Doch auch hinter den Silberscheiben stecken eine Reihe ungeahnter Alternativen. Jobs, die in Zukunft immer wichtiger werden und auf dem Arbeitsmarkt neue Chancen eröffnen. Ein Unternehmen, das solche Arbeitsplätze bietet, ist das Verlagshaus Digital Publishing. 42 Mitarbeiter sind hier mit der Herstellung digitaler Medien für Geschichte und Fremdsprachen beschäftigt. Für die Inhalte der Silberscheiben sind die Redakteure verantwortlich. Im Moment arbeitet ein Team am Projekt Retrospekt 99. Jeder Autor recherchiert ein bestimmtes Kapitel und erstellt die Gliederung seines Stoffes. Und der besteht nicht nur aus Informationen, sondern auch aus Bild- und Tonmaterial. Die Aufgaben in diesem Bereich sind durchaus reizvoll. An der Redaktionsarbeit in einem Multimedia-Verlag gefällt mir besonders gut, dass man mit verschiedenen Medien arbeitet, also mit Texten, mit Tondokumenten, mit Bilddokumenten, mit Filmdokumenten, die man auch selber recherchieren kann und muss, aber eben auch kann. Und dass wir in einem großen Team arbeiten, in dem wir nicht irgendeiner isoliert an einer Sache sitzt, sondern alle sitzen an einem Redaktionssystem, in einem Projekt und arbeiten alle zusammen. Die Grafiker sind für die Bearbeitung des Bildmaterials zuständig. Hier werden beispielsweise die Bilder und Fotos eingescannt. Der Grafiker verändert die relevanten Ausschnitte in Farbton und Größe, bis sie sich optimal in die entsprechenden Seiten einfügen. Mit dem Programm Paintbrush werden fehlerhafte Fotos ausgewässert. Auf Wunsch fertigen die Grafiker auch Zeichnungen und Collagen an. Die Programmierer verhelfen den CD-ROMs zu einer leichten Handhabung.
Die Informationen müssen schnell und einfach zu finden sein. Übergeordnete Links sollen die Übersichtlichkeit des Stoffes verbessern. Filmausschnitte und Bilder sollten reibungslos abrufbar sein. Dazu werden hier die Programmabläufe entwickelt, die sogenannten Source Codes. Die Abteilung Forschung und Entwicklung verspricht die ständige Verbesserung der Produkte. Hier realisiert man neue Techniken zur Perfektionierung der Silberscheiben. Zurzeit entwickeln die Mitarbeiter den sogenannten Voice Pilot, ein Spracherkennungssystem, das beispielsweise für Sprachlernprogramme von Bedeutung ist. Hier wird gerade eine Liste verschiedener Kommandos festgelegt. Excellent. Bei Digital Publishing entstehen laufend Ideen für weitere Projekte. Entsprechend hoch ist der Bedarf an Mitarbeitern. Hier sind Stellen frei, hier sind sogar zunehmend mehr Stellen frei. Wir arbeiten seit 1994 an den verschiedenen Projekten und suchen händeringend Mitarbeiter für verschiedene Bereiche, zum Beispiel Computerlinguisten, für den Bereich Spracherkennung, maschinelle Übersetzung, Praktikanten oder Praktikantinnen für alle Redaktionen. Die Firma sucht des Weiteren Unterstützung in den Bereichen Controlling und Produktionsplanung, außerdem kaufmännische Mitarbeiter, Vertriebs- und Marketing-Spezialisten. Wer sich für die Jobs des Multimedia-Verlages Digital Publishing interessiert, weitere Informationen gibt's unter dieser Telefonnummer. Berufsbilder haben Sie ja nun schon einige gesehen aus den neuen Medien. Jetzt habe ich mir jemanden eingeladen, mit dem ich darüber reden möchte, wie man eigentlich dahin kommt. Jemand, der auch weiß, wovon er da redet, weil er selber Leute einstellt. Jürgen Schalon, Sie sind einer der Mitbegründer einer Firma, die sich um Multimedia kümmert, die Online- und Offline-Medien macht. Sie stellen Leute ein. Wenn Sie zum Beispiel jemanden suchen für Internetdesign, Grafik im Internet, muss es jemand sein, der ein komplettes Designstudium abgeschlossen hat? Nein, Herr Spannig, das muss es nicht. Wir nehmen selbstverständlich auch Quereinsteiger, die schon in anderen Berufen tätig gewesen sind. Natürlich schauen wir hierbei darauf, dass es artverwandte Berufe sind. Ist natürlich zum Vorteil für diesen zukünftigen Beruf. Es müssen nicht unbedingt Leute sein, die frisch von der Uni kommen, sondern wir schauen halt darauf, dass er wirklich aus der Praxis kommt. Auch ein Stück Lebenserfahrung. Das heißt, Sie machen zum Beispiel ja Lernprogramme. Das heißt, Ihnen ist unter Umständen ein Lehrer lieber als zum Beispiel ein abgeschlossener Informatiker. Ja, natürlich, ganz klar, weil der Mann kommt ja aus der Praxis, der weiß, was es heißt, ein Lernprogramm oder ein zu lernen und dementsprechend auch ein Programm dann für die Zukunft aufzubereiten. Solche Leute sind immer herzlich willkommen worden. Nun ist es bei Ihnen ja auch so, das muss man dazu sagen, dass Sie selber ja auch nicht den direktesten Weg in die Multimedia-Branche genommen haben, sondern auch ein Umschüler sind, der jetzt selbstständig geworden ist. Was war Ihre Geschichte? Ja, das ist richtig. Ich komme also aus dem Hotelfachbereich, habe dort einige Jahre gearbeitet, auch im Ausland und bin dann in die EDV umgewechselt, habe meinen Wirtschaftsinformatiker abgeschlossen vor der IHK und habe mich dann nach einigen Jahren der Praxis, der Erfahrung dann mit ein paar Kollegen selbstständig gemacht und habe eben diese Multimedia-Firma gegründet. Also Umschulung war bei Ihnen das große Thema. Ist das denn früher einfacher oder schwieriger gewesen, eine Umschulung zu kriegen als heute in diesem Bereich? Das ist sicherlich schwierig zu sagen für mich, weil ich schon so lange da aus diesem Bereich rausbringe. Aber ich denke mir, es gibt heutzutage nach wie vor viele, viele Möglichkeiten, eine Umschulung zu erhalten, sei es aus gesundheitlichen Gründen, sei es Gründe, die am Arbeitsmarkt rechtlich herkommen. Das steht sicherlich das Arbeitsamt oder auch andere Institutionen da sicherlich zur Verfügung. Trotzdem haben Sie ja viele Leute, die kommen, die umgeschult wurden, heißt also auch Erfahrungswerte mit denen. Was gibt es denn für Tipps, wenn man eine Umschulung haben möchte? Worauf muss ich achten? Was sind für Schwierigkeiten zu erwarten? Ja, worauf achtet man am besten, wenn man eine Umschulung haben möchte? Dass man natürlich, man steht natürlich schon einige Zeit im Berufsleben, man hat schon Erfahrung gesammelt. Man sollte natürlich wissen, was will man machen, welche Bereiche will man abdecken zukünftig und natürlich sich selber mit seinen Schwerpunkten darauf hinzugehen und dann natürlich auch ganz gezielt beim Arbeitsamt oder beim Kostenträger eben darauf für einstehen. Das heißt, da muss man sich im Arbeitsamt informieren. Jetzt ist aber doch so, dass oft viele Leute gar nicht so ganz genau wissen, wenn ich denn da jetzt in diese neuen Medien gehen würde, was mache ich denn da? Habe ich eine Chance, das erstmal auszuprobieren? Ja, das ist natürlich ein gutes Beispiel, das Sie hier bringen. Wir bieten zum Beispiel gerade solchen Quereinsteigern oder Leuten, die auch frisch von der Uni kommen, die dann nicht so richtig wissen, was sie machen wollen, bieten wir also auch die Möglichkeit, ein Praktikum oder mal ein paar Tage, mal eine Woche hier drin zu sein, um einfach zu sehen, was ist Multimedia, welche Bereiche deckt es ab, was kann man da überhaupt tun, sei es Screen-Designer, sei es Drehbuchautor, sei es Konzept zu erstellen oder auch dann hinterher selber die Lernmedien zu erstellen, sei es im Internet oder auch für Lernmedien im CD-ROM-Bereich. Also mit anderen Worten, Sie können, wenn Sie wollen,
Schnupperarbeiten, Praktikum machen. Sie können aber auch ins Internet gehen, denn Jürgen Schalon hat eine Reihe von Internetadressen zusammengetragen, die Ihnen weiterhelfen und Informationen geben, wenn Sie zum Beispiel sich in diesem Bereich umschulen lassen wollen. Und die gibt es bei uns auf der Webpage. So, und jetzt zeigen wir Ihnen erstmal, weil Information die oberste Pflicht bei uns ist, was bringt die nächste Viertelstunde der Sendung. Neu ist das Magazin jetzt mit Architekten im Netz. Wie virtuelle Städte im Internet entstehen. Multimedia-Fortbildung, Deutschlands Ausbildungsstätten für Berufe der Zukunft. Starthilfe für Existenzgründer, der Multimedia-Internetpark in Zweibrücken. Und wie man sich im Internet richtig bewirbt. Mit Lineal und Kreide nach vorne an die Tafel geholt werden und dann womöglich auch noch bei Mathe. Das ist mein persönlicher Albtraum gewesen. Es gab einen Freund von mir, der hat überhaupt kein Problem damit. Der war in Mathe super gut und der ist später Architekt geworden. Dafür hat es bei mir nicht gereicht. Ich bin jetzt beim Fernsehen und er baut Städte. Aber, das ist ganz interessant, bei den neuen Medien kann man das Ganze auch virtuell machen. Und wie das geht und welcher Beruf das ist, virtueller Städtebauer, möchten wir Ihnen jetzt zeigen. Auf einer Städtetour lassen sich die Sehenswürdigkeiten einer Stadt und ihr besonderes Flair am besten erleben und die schönsten Kneipen und Geschäfte entdecken. Ähnliche Erkundungsgänge sollen künftig auch im Internet möglich sein. Dort entstehen virtuelle Städte mit Straßen und Häusern, gebaut von virtuellen Baumeistern. Eine Branche mit vielen neuen Berufsbildern. Das Berliner Unternehmen Echtzeit entwickelt mit seinen Mitarbeitern an 15 Hightech-Rechnern Projekte wie die Cyber City Berlin. Ein Stadtinformationssystem mit Online-Shops und vielen abrufbaren Informationen. Wie im realen Städtebau werden hier Gebäude konstruiert. Und das ist Aufgabe des Architekten, des virtuellen Grundherrn. Mit der Software CAD wird zunächst der Grundriss erstellt. Daraus zeichnet der Architekt die Grundgeometrie und erarbeitet Krümmungen und Formen der Gebäude in korrekten Größenverhältnissen. Außerdem bestimmt er die exakte räumliche Positionierung der Inneneinrichtung. Der virtuelle Bauherr. Was unterscheidet ihn vom traditionellen Architekten? Der wesentliche Unterschied liegt darin, dass der herkömmliche Architekt sehr viel mit Zwängen zu tun hat, baurechtlicher Art, konstruktiver Art, einfach aufgrund der situativen Umgebung, in der er plant. Und die Tätigkeit, die ich hier mache, auch als Architekt, ich entwerfe auch Räume, wie das ein konventioneller Architekt tut. Aber ich muss auf solche Schwierigkeiten weniger eingehen. Bei der grafischen Darstellung der Straßen und Innenräume sind die sogenannten 3D-Modeler gefragt. Sie entwerfen die Details der Cyber City. Mit der Software Cosmo World formen sie aus zweidimensionalen Bildern dreidimensionale Elemente, wie Bäume, Einrichtungsgegenstände und Figuren. Bei der Ausstattung der Geschäfte und Restaurants sind ihrer Kreativität keine Grenzen gesetzt. Um eine bestimmte Atmosphäre zu vermitteln, müssen sie jedoch besonderen Wert auf realistische räumliche Ausleuchtung legen. Dass Surfer die Cyber City auch bald am heimischen PC im Netz besuchen können, ist Sache der Programmierer. Denn die Datenmenge der virtuellen Stadt muss auf eine internettaugliche Größe reduziert werden. Der Programmierer schreibt dazu Befehlslisten in Java, den sogenannten Quellcode. Auch bei seiner Tätigkeit ist ein Gefühl für Räume und Atmosphären hilfreich. Den Überblick über den virtuellen Städtebau hat der Informatiker. Als Projektleiter recherchiert und testet er die Hard- und Software. Außerdem entwickelt er Strategien, wie verschiedene Techniken kombiniert werden können, um ein optimales Ergebnis zu erzielen. An Projekten wie der Cyber City Berlin sind 20 Mitarbeiter rund um die Uhr beschäftigt. Werden hier noch Arbeitskräfte gebraucht? Wir suchen vor allem Leute aus dem Bereich der dreidimensionalen Visualisierung, sprich Entwickler und Programmierer, die uns helfen, die High-End-Visualisierung, wie wir sie hier erstellen, auf Internetapplikationen runterzubrechen. Hier gibt es also noch viel zu tun. Wenn auch Sie mitarbeiten wollen und sich für die freien Stellen als Programmierer und 3D-Softwareentwickler interessieren, nähere Informationen erhalten Sie unter dieser Nummer. Einer meiner Lieblingsszenen in der Feuerzangenbowle ist die Frage und die daran sich anschließende Szene, was ist eine Dampfmaschine? Wir wollen uns heute darüber unterhalten, was ist eine Bewerbung? Und zwar ganz besonders eine Online-Bewerbung, denn das kann man machen, man kann sich online bewerben. Ich zeige Ihnen jetzt erstmal das hier, das kennt man ja. Das ist so ein Bewerbungsmäppchen, was man so hat und was man sich zusammenstellt. Das Spannende an dem ist allerdings, dass es
aus dem Internet kommt. Das ist sozusagen die Papierversion von dem, was wir hier auch auf dem Bildschirm haben. Eine Online-Bewerbung. Wer möchte, kann sich bei Firmen über das Internet bewerben. Aber da gibt es ein paar Dinge, die man beachten sollte. Der Vorteil, ganz klar, diese Bewerbung geht schnell und sie ist sehr kostengünstig. Aber es gibt ein paar Sachen, die wichtig sind. Zum Beispiel sollten Sie keinesfalls vergessen, nicht nur Ihre komplette Adresse und Telefonnummer mitzuteilen, sondern auch zum Beispiel Ihre E-Mail-Adresse. Dann kann die Firma nämlich genauso schnell antworten, wie Sie sich beworben haben, so Sie denn Glück haben und ausgewählt werden. Ein anderer wichtiger Punkt ist, achten Sie darauf, dass die Bewerbung möglichst locker formatiert ist. Also nicht ganz kleinen Text verwenden. Das würde man normalerweise bei einer Papierbewerbung auch nicht machen, sondern durchaus ein bisschen auflockern, mit ein paar Bindestrichen dazwischen, mit ein paar Absätzen dazwischen, dass das Ganze einfach angenehmer zu lesen ist. Und ganz wichtig bei Internetbewerbungen, versuchen Sie, Umlaute zu vermeiden, beziehungsweise eben sich an die amerikanische Schreibweise, also statt ä ein ae zu schreiben, zu gewöhnen. Denn es gibt eine Reihe von Programmen, die damit dann nicht so gut umgehen können und dann kann unter Umständen derjenige, den Sie angemeldet haben, Ihre Bewerbung gar nicht lesen. Noch etwas sehr Wichtiges. Eine Internetbewerbung sollte nicht mehr als maximal 20 Seiten haben und nicht vollgestopft sein mit Bildern, denn ansonsten dauert der Download zu lange und dann könnte es sein, dass derjenige, der diese Bewerbung von Ihnen entgegennimmt, schon mal sauer ist, bevor er sie überhaupt gelesen hat, weil er eine halbe Stunde online war. Und der hat ja auch noch andere Aufgaben. Und trotzdem, Sie sollten Daten, was man gerne im Internet macht, nicht komprimieren, also nicht zu sogenannten ZIP-Files zusammenpacken, denn es kann sein, dass der andere die dann nicht aufmachen kann und dann nützt die ganze schöne Bewerbung nichts. Tja, und was Sie auch sollten, Sie sollten Ihre Bewerbung telefonisch ankündigen und Sie sollten genau wissen, zu wessen Händen Sie sie schicken, nicht, dass die dann irgendwo, irgendwann, bei irgendwem im E-Mail-Eingangskorb landet, sondern dass sie wirklich auch dahin kommt, wo Sie hinwollen. Und, auch ein wichtiger Punkt, checken Sie, nachdem Sie Bewerbungen weggeschickt haben, ganz unbedingt und häufig Ihre Mailbox, damit Sie nicht womöglich eine Antwort verpassen, denn die antworten erfahrungsgemäß nur einmal und nicht dreimal. Und dann noch etwas, viele Firmen bieten standardisierte Möglichkeiten, sich im Internet zu bewerben an, das heißt schon vorgefertigte Seiten, die man einfach nutzen kann und über die man sich dann bewerben kann. Ja, und jetzt kommen wir zu all denen, die gerade erst anfangen, in diesem Bereich einen Job zu suchen. Die sich erst ausbilden lassen wollen, denn es gibt in Deutschland eine ganze Reihe von Ausbildungsstätten zum Thema neue Medien. Eine der größten privaten Ausbildungsstätten für Multimedia-Berufe ist die Media Design Akademie. Sie ist in 9 deutschen Städten vertreten. Weitere Institute sind geplant. Media Design bietet eine ganze Palette praxisorientierter Qualifikationen von Fortbildung über Umschulung bis zum Studium. Sehr gefragt ist die Fortbildung zum Online-Designer. In diesem Kurs wird die Konzeption, Gestaltung und das Layouten von Seiten im World Wide Web unterrichtet. Aktuelles Projekt? Die Neugestaltung der Media Design Homepage. Die angehenden Online-Designer müssen aber auch die technische Umsetzung beherrschen. Im Tonstudio von Media Design lernen sie im Moment, wie Tonbearbeitung funktioniert. Im Bereich DTP und interaktive Medien gibt es die Fortbildung zum Informationsdesigner. Ihre Aufgabe ist die Gestaltung gedruckter und elektronischer Medien. Mithilfe von DTP-Software stellen Sie Druckvorlagen her oder arbeiten mit Programmen für das Screen-Design von CD-ROM und Internetprojekten. Insgesamt 5 Fortbildungskurse stehen zur Auswahl. Sie dauern in der Regel 12 Monate, setzen Abitur, Fachhochschule oder eine abgeschlossene Berufsausbildung voraus. Die Kosten trägt das Arbeitsamt, sofern man aus einem artverwandten Beruf kommt. Media Design bietet auch Umschulungen und Studiengänge für Multimedia-Berufe an. Diese Kurse dauern allerdings länger. Über Evo Learning, einer Kombination aus Satellitenübertragung und Internet, will Media Design sein Kursangebot künftig einem größeren Kreis öffnen. Mit dieser neuen Technik kann man auch zu Hause Kurse absolvieren. PC und Internetanschluss werden gestellt. Weitere Infos gibt es auf der Media Design Homepage. Eine weitere Ausbildungsstätte für Berufe in den neuen Medien ist die Akademie für elektronisches Publizieren in Hamburg. Neben Berufen im Bereich Online-Publishing bietet diese Akademie auch Kurse für Spieleentwicklung und 3D-Animationen an. Genauere Informationen gibt's auf der Homepage. Und darauf sollten Sie bei der Wahl Ihrer Ausbildungsstätte achten.
Der Abschluss sollte staatlich anerkannt oder von der zuständigen Handelskammer zertifiziert sein. Die Ausbildungsstätte sollte technisch gut ausgestattet sein und über erfahrene Dozenten verfügen. Die Fortbildungsmaßnahmen sollten vom Arbeitsamt anerkannt werden. Und schließlich sollte man die Möglichkeit des Probeunterrichts haben. Und dann haben vielleicht auch Sie bald Ihr Abschlusszeugnis in der Hand. Ja, so viel zu den Ausbildungsstätten, die es in der Bundesrepublik gibt, rund um das Thema neue Medien. Aber für manchen ist es ja vielleicht 5 vor 12. So mancher denkt sich, ich will mich eigentlich selbstständig machen. Wenn ich es jetzt nicht tue, dann mache ich es nie. Selbstständig machen mit den neuen Medien? Was gibt es da für Unterstützung? Zum Beispiel den Multimedia-Internetpark in Zweibrücken. Trotz positiver Meldungen bleibt die Situation auf dem Arbeitsmarkt angespannt. Vakante Stellen sind knapp, Arbeitsplätze werden abgebaut. Viele wagen deshalb heute den Alleingang, den Schritt in die Selbstständigkeit. Bestens dafür geeignet sind die neuen Medien, der Wirtschaftssektor der Zukunft. Ein Projekt, das seit Anfang letzten Jahres junge Pflänzchen fördert, ist der Multimedia-Internetpark in Zweibrücken, gegründet von der Firma 1&1 und dem Land Rheinland-Pfalz. Die Firma Voicewerk vertreibt beispielsweise Telekommunikationssoftware und erstellt per Computer spezielle Anwendungen für Telefonanlagen. Die Firma Quantensprung hat sich auf 3D-Programmierung spezialisiert und entwirft für Großunternehmen Internetseiten. Netplayer stellt Computerspiele ins Netz, die online von Surfern aus aller Welt gespielt werden können. Hätte Netplayer auch einen anderen Standort wählen können? Der wesentliche Vorteil des Multimedia-Internetparks ist für uns, dass wir die Strukturen, die hier vorhanden sind, optimal nutzen können. Wir können uns auf unsere Kernkompetenz, sprich Technik und Marketing, konzentrieren und kaufen alles andere zu, angefangen von der Miete bis über das Controlling und den ganzen kaufmännischen Part. Der hilft uns natürlich in der Startphase sehr. So können hier ansässige Firmen auf gemeinsame Arbeitskräfte zugreifen. Aufgrund der räumlichen Nähe hat man die Möglichkeit, gegen eine geringe Pauschale administrative Aufgaben und Sekretariatstätigkeiten abzugeben. Über die Telefonzentrale ist jedes Unternehmen rund um die Uhr erreichbar. So können Personalkosten erst einmal gering gehalten werden. Außerdem werden hier erste Kundenkontakte vermittelt. Bei der Vermarktung der Produkte und Dienstleistungen werden die Firmen umfassend beraten. Um den Aufbau des eigenen Kundenstammes zu erleichtern, werden bestehende Geschäftsverbindungen im In- und Ausland angezapft. Jungunternehmer erhalten zudem strategische Tipps zu Vertragsverhandlungen. Die Existenzgründer bekommen hier auch finanzielle Unterstützung. Die Mitarbeiter des Multimedia-Internetparks kalkulieren mit Bewerbern die anfallenden Kosten und ermitteln das notwendige Startkapital für die Existenzgründung. Dafür können Bankdarlehen und Beteiligungen vermittelt werden. Die regionale Wirtschaftsförderung gewährt für das Projekt außerdem Zuschüsse, die nicht zurückgezahlt werden müssen. In den bereits ansässigen Firmen gibt es freie Stellen unter anderem für Softwareentwickler, Webmaster, Screendesigner, Datenbankadministratoren, Netzwerkmanager sowie Marketing- und Vertriebsspezialisten. Wenn Sie sich für das Projekt Multimedia Internetpark in Zweibrücken interessieren, Informationen gibt's auch im Netz. Ja, das war sie auch schon, unsere Sondersendung rund um das Thema neue Jobs durch die neuen Medien. Wenn für Sie das alles ein bisschen viel Information war, dann nicht vergessen, selbstverständlich gibt es einen Faxabruf auch zu dieser Sendung. Selbstverständlich können Sie Informationen im Internet auch nachlesen auf der Dreisat-Webpage. Und natürlich gibt das Ganze auch im Dreisat-Text. Also da überall können Sie Informationen bekommen. Das war es auch von meiner Seite. Ich bedanke mich bei der Grundschule in Bad Wörishofen, bei der Klasse 1b, um ganz genau zu sein. Und natürlich möchte ich unseren guten Eindruck, den Sie hoffentlich von uns hatten, nicht verwischen, aber zumindest das Klassenzimmer sauber hinterlassen. Wir sehen uns wieder am 10.05. Bis dahin, tschüss und bis die Tage. Nächste Woche um 21.30 Uhr sehen Sie Neues, die Computershow in Dreisat.